Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück bei Green Hell. So, nächster Tag, beziehungsweise. Nee, hat mich wieder zurückgeworfen. Ich muss jetzt das Ende der letzten Folge nochmal machen. Okay, dann machen wir mal kurz hier. Bla bla bla. Antworten. Hello? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Yep. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Hebe das Geschenk auf. Ja, das haben wir in der letzten Folge schon, genau. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. So, halte F gedrückt, um die Smartwatch zu schauen. Ja, das hatten wir schon beim letzten Mal, genau. Wenn ihr etwas nahrhaftes und ist es. So, das machen wir jetzt einfach auch schnell hier. So, dann nehmen wir die Proteinriegel. So, dann müssen wir wieder hier rein, genau. Essen. So, wie sieht's denn aus? Noch nicht voll, alles klar, dann erstmal den zweiten auch noch. Essen. Alles voll, wunderbar. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimen around here. So, schau dir das Korkbrett an. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Jetzt machen wir es einfach noch schnell nochmal. Oh, hier flackert irgendwas. So, lesen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Oh, ja, genau. Begib dich nach Norden und finde eine Tabakpflanze. Alles klar. Hatte ich mal nur zur Sicherheit mache ich jetzt das andere auch nochmal schnell hier. So, bla 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 bla. So, zack, zack, zack. Gut, das hatten wir. Gut, die zwei und die zwei sind eh dieselben. Alles klar. So. Gut, dann kann es jetzt weitergehen. Okay, es kann sein, dass es jetzt ein bisschen hakelig läuft. Nutze das Mausrad, um die Uhr anzupassen. Ach was, cool. In der letzten Folge sagte ich noch, es wäre nicht schlecht, wenn es die Uhrzeit anzeigen würde. Begib dich nach Norden. Praktisch, also das Spiel gefällt mir echt gut. So, wo war ich? Genau. Ach ja. So, die Machete mache ich auch wieder mit hier. Oh, das ist nochmal eine. Jetzt haben wir vier Macheten. Prächtig. Alles klar. So, genau. Also es kann sein, dass es jetzt ein bisschen hakelig läuft. Ich nehme das Ganze jetzt mal spaßhalber testweise auf dem Großmonitor auf. Damit ich das Ganze in 1044p uploaden kann. 1440 meine ich. Ja, yes. Allerdings macht das meine Grafikkarte nicht ganz mit. Ich habe tatsächlich nur 40 FPS hier im Schnitt. Aber es läuft eigentlich ganz okay. Bisher zumindest. Ich hoffe, es bleibt so. Ist halt nur ein bisschen hakelig. Also schnelle Bewegungen sollte ich eigentlich, wenn es geht, vermeiden. Ansonsten könnte das ein bisschen komisch aussehen. Ich hoffe, mit irgendeinem Update wird es noch gefixt.
dass es dann besser läuft. Und das ist, abgesehen von Tarkov, eines der wenigen Spiele, die irgendwie nicht so gut laufen auf meinem großen Monitor. Naja. So, genug gesabbelt, jetzt machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal weiter. Damn it! Oh, fuck me! Mia! I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Alles klar. Okay, wir sind hier immer noch im Tutorial, so wie es aussieht. Achte auf deinen Körper. Ja, ja, so, halt der C gedrückt. Wo ist denn jetzt hier das Ding? Schlafen? Oh, schlafen geht auch. Untersuchen. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Wir haben uns irgendwo verletzt, offenbar. Ja, hier. Guck mal da. That's definitely not good. Sonst noch irgendwo? Wie sieht's aus? Das Bein ist in Ordnung. Und das andere? Ah ja, komm, Alter. Das ist nur ein Kratzer. Digga. Pflaster drauf und dann passt das wieder. So, und nu? Antworten. Ja, siehst du? It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Nein. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings. And is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Alles klar. Schau dir den Wundeintrag im Tagebuch an. Gut, wo das Tagebuch war, hier, ne? Das ist es nicht. Das ist Herstellung. Hier, da, da. So. Schau dir den neuen Handwerkeintrag im Tagebuch an. Tagebuch, neuer Eintrag, Blattverband. Alles klar. Beste Fettquelle, Nüsse. Beste Kohlenhydrate sind Früchte. Ja, okay. Ja, alles klar. Da geht's noch weiter. Was? Zähne eines Produkts, eine natürliche Antistresswirkung. Verbessert den Geisteszustand. Okay, gut. Ah ja. Ein Verband schützt Wunden, sodass sie? Geht da nicht noch ein Buchstabe oder so? Keine Ahnung. Sodass sie all kann, keine Ahnung. Und verhindert Infektionen. Was soll das für ein Buchstabe sein? Naja. Da fehlt irgendwie was, ne? Sehe ich jetzt hier gerade. Hier ist komplett abgeschnitten. Ja, hat die deutsche Übersetzung nicht reingepasst. Wahrscheinlich hier genauso. Schade. Aber das wird bestimmt noch gefixt. Gehe ich mal davon aus. So. Dein Tagebuch von der neuen Hand. Drücke N. Verband. So, ich brauche das Molinier-Blatt. Ich hab's nicht so mit komischen Wörtern, deswegen nicht wundern, wenn ich hier irgendeinen Nonsens verzähle. So, ich weiß noch ungefähr, was, gelbe Blüten, genau. Stell einen Verband her. Okay, Moment. Kann man irgendwie gucken? Lesezeichen. Wie geht das? Finde eine Molinera-Pflanze und sammle ein paar Blätter, um einen Verband herzustellen. Mit Hilfe des Lesezeichens im Tagebuch kannst du dir anschauen, wie die Pflanze aussieht. Lesezeichen. Ah ja, alles klar, das da. Bin mir zwar nicht sicher, aber das müsste theoretisch sein. Gut. Sollte nicht schwer zu finden sein, jetzt gucken wir mal. Da hinten sehe ich schon eine.
Ja gut, man sieht, dass es ein bisschen hakelt. So, jetzt. Oder einfach mal ruf, wa? Tada, so. Was ist los? Wieso kannst du es nicht aufheben? Hä? Habe ich jetzt schon, oder was? Oder wie? Oh, ich glaube, ganz einen Haufen. Dann habe ich einen Haufen gesammelt. Ach ja, guck mal hier. So, herstellen. Ziehen wir das einfach mal hier rüber. Blattverband, herstellen. Ah, nee. Was muss ich jetzt machen? Ziehe den Gegenstand über den Handwerkstisch. Ja, es ist wohl eher ein Steinchen. Um einen Verband herzustellen, starte Untersuchung und ziehe den Rucks aus dem Rucksack. Untersuchung. So, jetzt pass mal auf. Anderer Arm. Hier, genau. Das ziehe ich jetzt einfach hier drauf. Bäm. Läuft. Da bin ich wieder. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Aber nicht viel. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay. Ah. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Tag 32, finde Mia. Okay, jetzt scheint es interessant zu werden. Muss gestehen, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, das Spiel, aber offensichtlich. Alles klar. Story-Modus. Du hast ein Tutorial abgeschlossen, das zum Story-Modus gehört. Der in der vollständigen Veröffentlichung enthalten sein wird. So. Da sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nun einen Teil der Green Hell-Erfahrung. Das Creepy Jar-Team hofft, dass dir das Spiel gefallen hat. Hinterlass uns doch einen Kommentar im Steam-Forum. Drücke Space, um im Survival-Mode fortzufahren. Alles klar. Nanu, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich wieder vollkommen leer. Schwache Fackel. Schade. Schade, ich wollte jetzt echt wissen, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier tatsächlich im Survival-Modus. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt, so wie es aussieht. Oh, da unten sehe ich auch schon Tiere. Ich höre doch irgendeine Stechmücke oder sowas. Ih, geht schnell weg. Oh, was ist das? Papageikörper. Untersuchen? Unbekannter Pilz. Ja, dich lasse ich mal stehen. Pilze sind sowieso generell immer bäh. Deswegen hau mir ab mit Pilzen.
So, also völliger Survival-Modus jetzt. Huch, falsche Taste. Na Gott sei Dank, wenigstens habe ich eine Uhr. Was kann ich mit dir machen? Sammeln, herstellen, fallen lassen, sammeln. Was sammle ich aus dem Papagei? Federn. Ich schätze mal, die würde ich für Pfeile brauchen. Und hier habe ich Fleisch. Das ist ein Walkie-Talkie, alles klar. Zwei Seile. Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Also jetzt würde ich eigentlich viel lieber den Survival-Modus, den Story-Modus weiterspielen, weil das war ja schon mega interessant. Jetzt würde ich echt gerne wissen, wie es weitergeht. Ich dachte gerade, es wäre ein Tier. So, okay. Gut, ich sage, ich laufe jetzt einfach erstmal rum und sammle mal ein bisschen. Jetzt sind wir hier im Hardcore Survival hier. Meine Güte, schon wieder so ein ekliger Pilz. Pui Deivel, weg mit dir. Und wo zur Hölle bin ich denn? Ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn man wenigstens das Lager behalten hätte können. Damit man nicht gleich hier ins Ungewisse geworfen wird, aber... Irgendwo hier fliegen Stechmücken oder Bienen oder sowas. Neugierig wie ich bin, werde ich natürlich gucken gehen. Oh, es wird lauter. Also jetzt bin ich gleich tot, weil mich irgendwelche Monstermücken umbringen hier. Nehmen. Stopp. Also ich... Das war ich gerade voll geflasht von der Umgebung. Also ich kann nur sagen, das Spiel ist echt geil. Macht wirklich Spaß hier. Und es ist richtig Regenwald-Feeling. Alles total zugewachsen. Okay, wie komme ich hier irgendwo heil runter? Na gut, ich probiere jetzt einfach mal das Crafting-System hier ein bisschen aus. Moment. Wo ist denn hier... So, hier haben wir Stöckchen. Jetzt pass auf, einen Stein bräuchte ich vielleicht mal noch. Müsste mittlerweile jeder Gamer wissen, dass man aus einem Stock und einem Stein sich schon mal eine Axt bauen kann. Was ist das denn? Oh, warte mal. Wie heißt ihr süßen kleinen Viecher? Ja, diese schweinähnlichen Dinger da? Keine Ahnung. Ja, ich dehydriere langsam. Ich weiß, mein guter... Großer Stein. Nimm mal lieber die Kokosnuss mit hier. Wieso kann ich die jetzt nicht in den Rucksack stecken? Herstellen, aufheben, herstellen. Was kann ich aus dir herstellen? Wahrscheinlich noch gar nichts, weil ich... Ja. Weil ich noch nichts habe. Jetzt pass mal auf. Jetzt müssen wir hier sammeln. Hä? Ach, geh es werfen. Das war... Alex Blechle, kann ich hier Wasser trinken? Ich schätze mal, das ist zwar nicht so gesund. Schmutzig. Alles klar, das lassen wir besser, sonst werde ich noch krank. Unbekannter Pilz. Ja, Pfui Deivel. Nee. Sammeln. So, jetzt pass mal auf. Nehme ich hier einfach mal einen kleinen oder einen großen? Einen großen Stock. So, wo ist denn jetzt die Tasche? Hier. Und ein Stein. Oh, das wird das Handy aus. Steinaxt. Herstellen. Tada. Wir haben eine Steinaxt. Geil. So, kann ich jetzt mit der die Kokosnuss aufmachen? Nochmal sammeln. Herstellen. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Du hast die Kokosnuss. Pass mal auf. Ich würde gerne an das Wasser ran. Kriegst du das auf? Wieso kriegst du die Kokosnuss nicht auf? Wo hast du jetzt das Ding hingelegt? Hier kommt's rein. Fallen lassen, herstellen.
Okay, das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle hier. Crouch mal da runter. Ja, ich weiß, dass du durstig bist, mein Guter. Ah! Wenn ich es nochmal drauf habe. Habe ich Kokosnuss. Jawohl. Ich glaube, ich hätte das Wasser vorher trinken können, aber das ist ja noch mehr. Kommst du da hoch? Willst du klettern? Nee, ne? Wo es regnet. Nicht... Na, was hast du denn jetzt geworfen? Steck das mal weg. Hm. So, F. Ich muss mir unbedingt merken, dass ich F drücken. Na gut, probier es halt mal. Ich muss unbedingt was trinken. Parasiten. Oh oh. Wo ist das Tagebuch? War auf. Giant Axe, Stock und Stein. Jawohl. Was haben wir soweit? Ja, toll. Schön, dass er andernfalls was? Speer. Fäuste. Geringer Schaden nehme ich an. Eine Klinge. Speer. Großer Stein und ein Stock. So mache ich eine Falle. Okay, das sieht man. Platz. Was ist das hier? Schlafplatz. Ach ja. Kuh abbrechen. Okay, Leute, ich werde hier auf jeden Fall verdursten. Ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen. Ich werde hier elendig verdursten. Ich guck mal, ob ich da irgendwie lebend runterkomme. Wasser da unten sieht nämlich etwas sauberer aus. Nö, hab mich geirrt. Auch Dreckwasser. Was haben wir hier? Unbekannter Pilz. Die ganze komische Geräusche. Okay, wenn das Spiel noch ein bisschen besser laufen würde, das könnte natürlich auch nur einfach an meiner Grafikkarte liegen, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehen kann, dann wäre das schon richtig geil. Ich brauche unbedingt was zu essen, ich weiß, was zu trinken. Ich suche ja, ich suche. Ich gebe mir Mühe. Ich möchte jetzt hier nicht gleich in der ersten Runde drauf gehen. So, machen wir einen Hüpser. Was haben wir hier? Bananenblatt. Bananen? Hier gibt's Bananen. Wo? Ach, guck mal. Okay, Moment. Wenn das jetzt wie in the forest ist, dann habe ich hier ein Problem, ne? Nee, wieso hebe ich das auf? Das ist verdorben. Was ist denn das? Thirsty. Stammes Feueranzünder? Ja, den nehme ich doch mal mit hier. Was haben wir hier noch Schönes? Kleiner Stock. Cool. Das gefällt mir richtig gut hier. Am liebsten würde ich mich gleich mal hier niederlassen. Und jetzt heben wir noch alles mal auf. Ich kann Wasser bestimmt irgendwie abkochen, ne? Vielleicht wieder das gammelige... Gammelige, ja, ihr wisst Bescheid. Gammelige Fleisch aufgehoben. Stock und Seil. Ein Kochen, Feuer machen. Ein Bogen. Das wäre mal nicht schlecht. Wie kann ich den Bogen, kann ich hier, wie kann ich einen Bogen machen?
Speerfischen, alles klar. Dafür müsste ich auch allerdings erstmal Wasser trinken, Wasser finden, einen Teich finden. Wie ging das Craften nochmal? Wie komme ich denn... Nee, das... Was kann ich denn daraus sammeln? Maden. Alles klar. Die werden wir definitiv noch brauchen. Mache ich jede Wette. Jetzt sind wir Maden, sind irgendwie für Wundheilung gedacht. Feueranzünder, okay, okay, okay. Da habe ich noch einen Knochen. Das ist noch ein Vogel. Was haben wir hier? Kohle. Kleines Blatthäufchen. Eile habe ich jetzt auch ein paar. Ja, dann sag mir doch erstmal, wie man nochmal ein Feuer macht. Ich hab's vergessen. Gibt's irgendwo einen Eimer? Oh, was ist das? Knochenmesser. Nehme ich natürlich mit, gar keine Frage. Hier haben wir eine Holzscheite. Okay, so wie es aussieht, war schon länger keiner mehr in dem Dorf hier. Es ruckelt ein bisschen hier. Das, ja. Wie ich schon sagte, ne? Oh. Das ist ein Totem. Und wenn ich mich recht erinnere, sagt er irgendwas, wenn ein Totem irgendwo rumsteht. Fernhalten. Okay, das ist also vermutlich keine gute Idee, hier rumzuhängen, aber mir ist wurscht. Ich probiere es einfach mal aus jetzt hier. Ich brauche nur Wasser. Und irgendwas zum Abkochen. Ich will wieder zurück in mein Luxuszelt. Das war viel schöner. Wie sieht's denn aus? Oh je, oh je. Ich bin gleich tot. Okay, ich laufe einfach weiter. Ich muss unbedingt Wasser finden. Egel? Ich habe einen Egel. Na, ich hoffe ja nicht, dass ich irgendwo einen Egel habe. Das wäre natürlich fatal jetzt. Wie ging das nochmal? Untersuchen. Tatsächlich, ich habe einen Egel. Ihh! Wie kriege ich den weg? Ja, ich weiß, mein Guter. Da, weg mit dir. Was? Was? Wo ist mein... Wie sieht's aus? Alles klar. Ich gebe mein Knochending wieder. Okay, also ich kann das schon mal sagen. Es kann sein, dass ich jetzt hier doch drauf gehe. Ah, Kokosnuss. So. Nehmen. Oh, oh. Wasser sauber. Trinken. Boah, geil. Essen. Essen. Warum pocht mein Herz? Muss ich schlafen? Ich glaube ja. Ich sollte mal schlafen. Das mit der ersten Kokosnuss habe ich ja voll verkackt. Oh mein Gott. Und ich sehe, ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle. Nehme direkt noch eine Folge auf. Und mal gucken, ob ich hier drauf gehe oder nicht. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.